Ja, willkommen zum zweiten Input-Block im Seminar Kognitive Konstruktionsgrammatiken. Nachdem wir im ersten Block gesehen haben, wie man zu einer kognitiven oder kognitivistischen Hinsicht auf Sprache gekommen ist, möchte ich heute die wichtigsten Grundannahmen vorstellen, die die kognitive Linguistik kennzeichnen. Zunächst werde ich dabei auf die Gesamtcharakteristik der kognitiv-linguistischen Bewegung eingehen, weil sie sich diesbezüglich vom generativ-linguistischen Mainstream unterscheidet. Dabei wird sich zeigen, dass die kognitiv-linguistische Bewegung eine gemeinsame Perspektive auf sprachliche Phänomene teilt. Um die Charakteristika dieser gemeinsamen Perspektive wird es dann im zweiten Teil dieses zweiten Blocks gehen. Wenn man sich der Metapher der Insel bedienen möchte, könnte man sagen, dass es sich bei dem generativ-grammatischen Mainstream um eine klar und deutlich umgrenzte Insel handelt. Er ist ein zusammenhängendes, kohärentes Ganzes, der sich als Ganzes auch deutlich von dem abhebt, was ihn umgibt. Er ist inhaltlich geschlossen und für jede seiner Komponenten ist klar, dass sie dazugehört und für alles andere ist klar, dass es nicht dazugehört. Es handelt sich wissenschaftssoziologisch um ein Paradigma oder ein Forschungsprogramm. Wenn ich Mainstream sage, dann ist das übrigens nicht abwertend gemeint. Es sagt aus, dass von derjenigen Forschungstradition die Rede ist, die sich um Chomskys eigene linguistische Beiträge formiert. Im Unterschied zu kleineren und größeren, älteren und jüngeren Abspaltungen von dieser Tradition, wie der Lexical Functional Grammar, der Head-Driven Phrase Structure Grammar oder der Parallel Architecture. Anders bei der kognitiven Linguistik, sie ist, um im Bild zu bleiben, als Atoll beschrieben worden, ein Konglomerat an kleineren Einheiten, die für sich stehen können, aber die auch irgendwie zusammengehören. So beschreibt das Dirk Hierats. Er sagt weiter, die kognitive Linguistik ist ein Konglomerat von eher größeren und eher kleineren, mehr oder weniger aktiven Zentren der Forschungsaktivität. Diese Zentren sind aber durch eine gemeinsame Perspektive eng zusammengebunden. Sie bilden aber noch kein Paradigma oder ein Forschungsprogramm im wissenschaftstheoretischen Sinne. Ich habe vier Grundannahmen ausgewählt, die meiner Meinung nach spezifisch genug sind, um die kognitiv-linguistische Bewegung nach außen gegen andere Bewegungen oder Forschungsprogramme abzugrenzen und allgemein genug, um die verschiedenen Aktivitätszentren, von denen gerade die Rede gewesen ist, zu integrieren. Das sind erstens Annahmen über die zentralen Sprachfunktionen. Zweitens das sogenannte Generalization Commitment. Wir könnten auch sagen Allgemeinheitsbekenntnis. Drittens das Cognitive Commitment oder Kognitionsbekenntnis. Und viertens die Symbolic Thesis oder Zeichenhaftigkeitsthese. Beginnen wir mit den Sprachfunktionen. Im allerersten Band der 1990 gegründeten Zeitschrift Cognitive Linguistics, heute die zentrale Zeitschrift der kognitiven Linguistik, haben die Herausgeber die kognitive Linguistik mit der Annahme gekennzeichnet, dass sie Sprache als Mittel betrachtet, um Information zu ordnen, zu verarbeiten und zu übermitteln. Was steckt in dieser Äußerung drin? Den Ausdruck Sprache haben wir im ersten Input-Block bereits charakterisiert. Ihren Mittelcharakter kennen wir noch aus dem Organon-Modell von Karl Bühler. Ich möchte mit dem Begriff der Information beginnen. Dieser steht ja hier zentral, weil Information sozusagen das Material ist, das mittels Sprache geordnet, verarbeitet und übermittelt werden soll. Was ist also Information?
Versuchen wir erst einmal, Informationen zu verorten im Verhältnis der wichtigsten kognitiven Prozeduren. Da haben wir die Phänomene, das an den Phänomenen wahrgenommene, die sogenannte Perzeption, und dasjenige, als dass wir das Wahrgenommene erkennen oder kategorisieren. Wir können das auch die Vorstellungsebene oder die Konzeptualisierung nennen. In der Wahrnehmung haben wir es mit Perzepten zu tun, in der Vorstellung oder Konzeptualisierung mit Konzepten. Wir können aber natürlich auch ein Konzept von etwas haben, von etwas Bestimmtem evozieren, ohne dasjenige gerade auch wahrzunehmen. Die kognitive Linguistik geht aber davon aus, dass unsere Konzepte sich letztlich aus der Wahrnehmung speisen. Wir können auch Erfahrung sagen, seien es nun aktuelle oder vergangene Erfahrungen. Vor diesem Hintergrund können wir die Phänomene, also das Wahrnehmbare und dadurch auch das Vorstellbare, als Information begreifen. Vielmehr sagt uns die kognitive Linguistik aber nicht dazu. Was sollte sie auch dazu sagen? Naja, wir könnten ja fragen, was von allem, das es gibt, sich für uns als Menschen als Information qualifiziert und was nicht. Tatsächlich ist das aber keine Frage, die in der kognitiven Linguistik zentral diskutiert würde. Zwar gibt es hier den Begriff der Salienz, das heißt die Information, die dazu kommt, von uns sprachlich geordnet, verarbeitet und übermittelt zu werden, kommt dazu, weil sie salient ist. Salient bedeutet hier, dass die betreffenden wahrgenommenen Phänomene so etwas wie auffällig, wichtig, signifikant oder bedeutsam in der Perzeption oder Konzeptualisierung sind. Aber damit ist die Frage, was als Information gilt und demnach auch was nicht, auf die Frage verlagert, was auffällig, wichtig, signifikant oder bedeutsam ist und was nicht. Tatsächlich ist die Definition von Information ein bisschen ein blinder Fleck in der kognitiven Linguistik, neben manch anderen. Ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, dass es in Kürze in Buchform eine Antwort auf die Frage geben wird, nach welchen Kriterien Phänomene sich als bedeutsam qualifizieren. Dabei wird präzisiert, was hinter den zwei Typen der Bedeutsamkeit, Salienz und Pertinenz, steckt und wie sich diese anthropologisch herleiten lassen. Wir müssen und können uns hier mit einem intuitiven Verständnis von Information begnügen. Wenn Sprache ein Mittel ist, um Information zu ordnen, zu verarbeiten und zu übermitteln, dann heißt das, dass es sich um Konzepte handelt und Konzepte sind sie für uns geworden, weil die entsprechenden Phänomene irgendwie bedeutsam für uns sind. Was heißt weiter, dass Information mittels Sprache geordnet und verarbeitet wird? Dies verweist uns auf eine der beiden Sprachfunktionen, die in der kognitiven Linguistik zentral gestellt werden, nämlich die symbolische Funktion. Wir haben ja im ersten Block gesehen, dass die kognitive Linguistik mit dem Zeichenbegriff von Saussure arbeitet. Dieses Zeichen aber sozusagen unter dem Vorzeichen betrachtet, dass es eine reale Einheit der individuellen Kognition ist, ein Fä-Kognitiv, statt eine ideale, soziale Einheit der Langue, ein Fä-Sozial. Das sprachliche Zeichen ist auch die Grundeinheit in der kognitiv-linguistischen Grammatikbetrachtung. Dabei wird betont, dass es sich immer um Paare aus einer Form und einem Inhalt handelt. Wenn aber sprachliche Zeichen zum individuellen sprachlichen Wissen gehören, dann sind sie selbst Konzepte. Und das heißt, dass es sich streng genommen um Paare von inneren Bildern von Formen und inneren Bildern von Inhalten handelt, also um Paarungen von Form- und Inhaltskonzepten, nicht von konkreten Formen und konkreten Inhalten. Wenn wir einen Ausdruck hören, beispielsweise Katze, dann gleichen wir dieses Perzept
mit einem Konzept, einem inneren Bild der Äußerungsform Katze ab. Und wenn wir das Geräusch Katze als Instanz unseres Konzepts der Äußerungsform Katze erkennen, dann evoziert dies automatisch auch das dazugehörige Inhaltsbild einer Katze. Und umgekehrt wird ein wahrgenommenes Phänomen, das wir mit unserem Konzept von Katze identifizieren, automatisch das zugehörige Formbild der Lautkette Katze evozieren. Nun gehört zu diesem Zeichenbegriff aber noch eine wichtige Annahme. Man geht nämlich davon aus, dass uns so ein Inhaltsbild, ein Konzept wie das von einer Katze, unabhängig von dem sprachlichen Zeichen Katze, nicht einfach genau so gegeben wäre. Das heißt, dass wir über so ein festes, immer wieder evozierbares Konzept von einer Katze verfügen, hängt daran, dass es ein sprachliches Formbild gibt, mit dem es konstant assoziiert ist. Die sprachliche Form gibt dem Katzenkonzept sozusagen Halt. Nun müssen wir uns eine Sprache aber als ein ganzes System von Zeichen vorstellen, wobei der Umfang dessen, was mit einer sprachlichen Form assoziiert ist, davon abhängt, welche verwandten Phänomene von allen anderen Formen in der Sprache bezeichnet werden. Wenn wir eine Sprache sprechen, in der die Form Katze zum Ausdruck des Inhalts Hund und zum Ausdruck des Inhalts Katze verwendet wird, dann fixiert das Zeichen Katze ein Konzept, das Hunde und Katzen umfasst, aber keins, das nur das Konzept Hund fixieren würde und keins, das nur das Konzept Katze fixieren würde. Anders, wenn es jeweils eine Form für das Konzept Hund und das Konzept Katze gibt. Das Beispiel zeigt, dass streng genommen nur der Unterschied zwischen zwei Konzepten durch zwei entsprechende Formen fixiert wird. Der Ausdruck Katze fixiert im ersten Fall alles, was nicht Vogel, was nicht Schlange ist und so weiter, nämlich das Konzept Hund plus Katze. Aber es fixiert nicht das Konzept Hund, weil es nicht die Form Hund neben der Form Katze gibt. So fungiert das komplette Zeichensystem als eine Konzeptfixierungsschablone. Und welchen Umfang das Konzept hat, das durch eine Form fixiert wird, hängt dann davon ab, welche anderen Formen existieren und welchen Umfang an Konzepten sie fixieren. Eine besondere Herausforderung für die kognitive Linguistik besteht darin, plausibel zu machen, wie ein sprachliches Zeichen als individuelles kognitives Faktum konventionell sein kann. Mit anderen Worten, wie die kognitive Linguistik mit dem sozialen Faktum der Konventionalität des Zeichens umgehen kann. Um deutlich zu machen, wie das gehen könnte, muss man etwas weiter ausholen. Man kann die Beziehung zwischen einem Konzept, also einer Vorstellung von etwas oder etwas Erkanntem auf der einen Seite und der sprachlichen Form auf der anderen Seite auf zwei Weisen betrachten. Erstens gut strukturalistisch als fait social im Sinne von Langue, also als idealisierte soziale Tatsache. Dann gibt es eine idealisierte sprachliche Form und eine idealisierte konventionelle Bedeutung, die gemeinsam das sprachliche Zeichen konstituieren. Das Konzept, die Konzeptualisierung, gehört dann der konkreten individuellen Sphäre an, der Parole, aus der sich die Idealisierung der Langue speist und die aus der Langue abgeleitet ist. Die Art der Verbindung, die zwischen beiden besteht, ist aber schwierig anzugeben, weil sie sozusagen verschiedenen Abstraktionsstufen angehören. Dass ich sie hier auf der Folie einfach nebeneinander einzeichnen und durch Pfeile verbinden kann, täuscht nur darüber hinweg. Streng genommen kann es zwischen etwas Wirklichem und etwas Idealem keine wirkliche Verbindung geben. Die zweite Weise, auf die man die Beziehung zwischen einem Konzept und der sprachlichen Form betrachten kann, ist die kognitiv-linguistische. Wir schauen auf das Ganze als verkognitiv, als Sachverhalt der individuellen Kognition. Erinnern Sie sich,
Wer kognitiv sagt, muss auch Parol sagen. Dann gibt es ein individuelles Konzept einer sprachlichen Form und ein individuelles Inhaltskonzept, die gemeinsam das sprachliche Zeichen als verkognitiv konstituieren. Eine immer wieder aktivierbare Form-Inhaltspaarung, eigentlich eine Formbild-Inhaltsbild-Paarung. Aus dieser Perspektive bleibt eine konventionelle Bedeutung ein soziales Faktum, das Linguisten aus dem konkreten Zeichengebrauch zwischen Individuen abstrahieren können, das sich aber damit auf einer anderen Abstraktionsstufe befindet. Im ersten Block hatte ich gesagt, dass man in der kognitiven Linguistik versucht, die strukturalistischen Methoden und Erkenntnisse unter kognitiven Vorzeichen neu zu interpretieren. Wie verhält es sich in diesem Zusammenhang mit der konventionellen Bedeutung? Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, das Konzept, das Sprachbenutzer und Sprachbenutzerinnen mit sprachlichen Formen assoziieren, mit der konventionellen Bedeutung in Verbindung zu bringen. Dazu kognitiviert die kognitive Linguistik die konventionelle Bedeutung. Wie geht das? Das geht, indem man die konventionelle Bedeutung mit einem kognitiven Prototypen gleichsetzt, von dem ein konkretes Konzept mehr oder weniger abweichen kann. Mit einem Ausdruck wie Katze wäre also konventionell eine prototypische Katze verbunden, eine idealtypische Katze, die sozusagen den gemeinsamen konzeptuellen Nenner aller Katzenvorstellenden darstellt. Tatsächlich bilden Prototypen im Zusammenhang mit der Kategorisierung auch einen festen Bestandteil kognitiv-linguistischer Annahmen. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Wer kognitiv sagt, muss auch Parol sagen. So wie wir eben gerade über das Zeichen als soziale Tatsache versus kognitive Tatsache gesprochen haben, haben wir aber so getan, als würde das Zeichen unabhängig von seiner jeweiligen konkreten und aktuellen Benutzung existieren. Das ist aber nicht der Fall. Wir produzieren Sprache oder wir sprechen, indem wir Wahrgenommenes oder Vorgestelltes, Perzepte oder Konzepte mittels sprachlicher Formen symbolisieren, und wir interpretieren Sprache, indem sprachliche Formen Konzepte in unserem Geist hervorrufen. Das Zeichen ist also als kognitive Tatsache nur im Vollzug gegeben, nie unabhängig vom Vollzug. Und das führt uns zur zweiten zentralen Sprachfunktion. Die zweite Funktion ist die interaktive Funktion, und diese ist natürlich ganz eng mit dem Aspekt von Sprache verbunden, ein Mittel zur Übermittlung von Informationen zu sein. Wenn wir jetzt nicht so tun, als würde das sprachliche Zeichen irgendwie unabhängig von unserem Zeichengebrauch existieren, sondern nur im Vollzug, dann zeigt sich die Beziehung von Konzepten zur sprachlichen Form und von der konventionellen Bedeutung zur sprachlichen Form noch einmal anders, nämlich zum einen in der Sprachproduktionsaktivität und zum anderen in der Sprachverstehensaktivität. Wenn wir an die Produktion denken, können wir uns vorstellen, wir nehmen etwas wahr. Im Rahmen der Konzeptualisierung erkennen wir dieses Etwas als Instanz einer Katze. Aber als Exemplar einer Katze können wir es nur erkennen, weil wir über ein prototypisches Konzept einer Katze schon verfügen, zu dem die Leute eben konventionell Katze sagen. Und dass es uns erlaubt, zu dem Etwas, das wir gerade wahrgenommen haben, ebenfalls Katze zu sagen. Jetzt stellen wir uns vor, eine Bekannte von uns hört unsere Äußerung, in der die sprachliche Form Katze vorkommt. Sie selbst hat aber nicht wahrgenommen, was wir wahrgenommen haben. Für sie ist der Ausgangspunkt nun aber die sprachliche Form Katze und nicht etwas Wahrgenommenes, das sich als Katze entpuppen würde. Und sie wird sich beim Ausdruck Katze nun ohne besondere Informationen nicht die spezielle Schweinekatze mit Fledermausgesicht vorstellen, die wir wahrgenommen haben, sondern
Sie wird sich in etwa das vorstellen, was sich die Leute eben ohne weitere gegenläufige Informationen in der Regel vorstellen, wenn sie Katze hören. Nämlich eine gute Katze, eine prototypische Katze. Dass diese Katze deutlich von dem abweicht, was wir wahrgenommen haben, aber nicht deutlich genug, um nicht mehr Katze genannt zu werden, kann sich, muss sich aber nicht in der weiteren Konversation noch herausstellen. Wenn wir das sprachliche Zeichen also aus Interpretationsperspektive betrachten, dann ist eine sprachliche Form am ehesten so etwas wie ein Zugriffspunkt zu potenziell ganz verschiedenartigen Konzepten, die am Modell eines Ideal- oder Prototypen orientiert sind, dem, was man sich eben unter einem Ausdruck so vorstellt, zum Beispiel Katze. Ohne anderslautende Information wird sich jemand unter dem Ausdruck dann auch vorstellen, was man sich eben unter dem Ausdruck vorstellt, beispielsweise eine prototypische Katze. Anders, wenn die sprachliche Form von Anfang an lautet schweinefarbene Nacktkatze mit Fledermausgesicht. Dann bildet zwar jeder Teilausdruck auch wieder einen Zugriffspunkt zu bloß prototypischen Vorstellungen, im Zusammenspiel beschränken sie aber wechselseitig die möglichen Ausprägungen der Konzepte und führen so zu einer relativ spezifischen Katzenkonzeptualisierung. Und so in etwa macht die kognitive Linguistik aus einer theoretisch schwierigen Beziehung zwischen zwei Abstraktionsebenen, zwischen einer realen individuellen und einer idealen sozialen Tatsache, eine kognitive Tatsache. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, der die gemeinsame Perspektive der kognitiven Linguistik ausmacht, dem Generalization Commitment oder Allgemeinheitsbekenntnis. Auch hier wird die kognitiv-linguistische Position durch eine Abgrenzung deutlich gemacht. Normalerweise wird davon ausgegangen, dass man es auf verschiedenen linguistischen Beschreibungsebenen, zum Beispiel der Phonologie, Syntax und Semantik, mit ganz verschiedenen Einheiten zu tun hat, etwa Phonemen, Phrasen und Konzepten, und dass die Strukturen, die diese Einheiten auf diesen Ebenen jeweils bilden, nach ganz unterschiedlichen Prinzipien gebildet werden. Zum Beispiel ein phonologisches Wort aus Phonemen, ein Satz aus Phrasen, ein Ereigniskonzept aus verschiedenen konzeptuellen Bestandteilen. Die kognitive Linguistik denkt aber nicht so. Sie denkt sich ja phonologische, semantische oder syntaktische Strukturen als kognitive Strukturen. Im ersten Block haben wir aber gesehen, dass sie ein Denken in kognitiven Modulen ablehnt. Sie hält es zwar für praktisch, über Phonologie, Syntax und so weiter als unterschiedliche linguistische Ebenen sprechen zu können, behauptet aber gleichzeitig, dass die strukturbildenden Prinzipien für die Einheiten auf diesen Ebenen, Phoneme zu phonologischen Wörtern, Phrasen zu Sätzen und so weiter, über die Ebenen hinweg nicht verschiedene, sondern ganz ähnliche sind. Sie sind allgemeine Prinzipien, daher ein Bekenntnis zur Allgemeinheit. Ein Beispiel dafür bildet die allgegenwärtige kognitive Prozedur der Kategorisierung, also des Erkennens von Wahrnehmungsphänomenen als Instanzen bestimmter Kategorien. Wir haben am Beispiel der Nacktkatze mit Fledermauskopf den möglichen Kontrast zwischen konkreten Wahrnehmungsgegenständen und konzeptuellen Prototypen kennengelernt, guten Katzen. Dabei hat sich schon angedeutet, dass Kategoriengrenzen nicht immer fest sein brauchen, dass nicht immer so klar ist, wo die eine Kategorie aufhört und die andere beginnt. Das ist hier am Beispiel der Kategorie Tasse illustriert. Da gibt es Modelle, die uns mehr oder weniger als Tasse anmuten, und wo sie uns weniger als Tasse anmuten, dort muten sie uns vielleicht mehr als Schale, Schüssel oder Kelch an. Je weiter weg vom Prototypen ein Exemplar steht, desto näher befindet es sich in der Nähe einer anderen Kategorie, mit Übergängen, für die sich nicht notwendige und hinreichende Bedingungen angeben lassen. Hier haben wir die morphologische Kategorie,
Diminutivsuffix. Die prototypische Bedeutung, die wir der morphologischen Diminuierung zuschreiben würden, ist sicherlich die der Verkleinerung der körperlichen Ausdehnung. Und im Ausdruck Tässchen drückt das Suffix genau das auch aus. Es ist eine kleine Tasse. Es gibt aber auch ganz andere, nicht prototypische Formen von Verkleinerung, die mit dem Morphem ausgedrückt werden. Ein Liedchen ist nämlich nicht klein, sondern zeitlich kürzer als ein Lied. Bei Mariechen besteht die Verkleinerung in einer Verniedlichung. Beim Adverb bisschen handelt es sich um eine ganz schematische Bedeutung, die irgendetwas, beispielsweise Lautstärke, in der Dimension der Intensität verkleinert. Und beim Verb tröpfeln scheint die Diminuierung die Frequenz eines Ereignisses, hier des Tropfens, zu betreffen. Betrachten wir noch kurz die Kategorie transitives Verb, also Verben, deren Valenz eine Ergänzung oder ein Komplement im Akkusativ fordern. Dann finden wir auch hier prototypischere und weniger prototypische Kandidaten. Die prototypischen Kandidaten sind solche, die weniger Restriktionen bei morphologischen oder syntaktischen Operationen unterliegen. So können wir aus importieren, schlagen und singen agentivische Nomen bilden. Importeur, Schläger, Sänger. Aber mit Wissen geht das kaum. Mit den drei gleichen Verben und mit Essen lässt sich ein Werden-Passiv bilden. Importiert werden, geschlagen werden, gesungen werden, gegessen werden. Aber mit haben geht das kaum. Es zeigt sich also, wie sich die Prinzipien der Kategorisierung in der Strukturbildung sowohl der semantischen Ebene als auch der morphologischen Ebene und der syntaktischen Ebene zeigen. Hier ist noch eine zweite Illustration dafür, dass kognitive Prozeduren durch die linguistischen Beschreibungsebenen hindurchgehen. Die Polysemie, also das Phänomen, dass ein Ausdruck verschiedene, aber verwandte Bedeutungen hat. Wir haben hier die Beispiele, das Bild über dem Sofa, die Decke über dem Fleck, Lemminge über die Felskante, Kontrolle über das Auto. Wenn das Bild über dem Sofa ist, dann befindet es sich ohne Kontakt auf der vertikalen Achse an einem höheren Punkt als das Sofa. Wenn die Decke über dem Fleck ist, dann befindet sie sich mit Kontakt auch an einem höheren Punkt, aber während die Decke den Fleck auch bedeckt, bedeckt das Bild das Sofa nicht. Wenn die Lemminge über die Felskante gehen, dann bewegen sie sich, aber in der horizontalen und dann nach unten. Die Kante ist hier eine Landmarke, die passiert wird. Kontrolle über das Auto beinhaltet auch keine höhere Position im räumlichen Sinne, aber es deutet sich dabei an, dass eine erhöhte Position mit so etwas wie Macht oder Kontrolle über etwas anderes verbunden ist. An den Beispielen zeigt sich, dass ein Wort wie über ein Zugangspunkt zu vielfältigen und reichhaltigen Konzeptualisierungen von ganzen Szenen ist, die in irgendeiner Weise miteinander verwandt sind. Das Gleiche zeigt sich für abstrakte syntaktische Konstruktionen, beispielsweise die ditransitive Konstruktion x verbt yz, zum Beispiel x gibt yz oder x verspricht yz und so weiter. Je nach Füllung mit einem Verb unterscheiden sich die Bedeutungen der ditransitiven Konstruktionen, aber es bleibt ein Kern, der die Ähnlichkeit zwischen allen Instanzierungen herstellt. Und dieser Kern besteht darin, dass es sich hier um verschiedene Modi des Transfers von z zu y durch x handelt. Kommen wir nun zum Cognitive Commitment oder Kognitionsbekenntnis. Hiermit bekennt sich die kognitive Linguistik zu der Annahme, dass linguistisch ermittelte Strukturprinzipien der Sprache damit vereinbar sein sollen, was andere wissenschaftliche Disziplinen über Kognition ermittelt haben.
In einer bestimmten Hinsicht ist das Kognitionsbekenntnis noch allgemeiner als das Allgemeinheitsbekenntnis. Dieses hatte gesagt, dass alle linguistischen Beschreibungsebenen durch die gleichen kognitiven Mechanismen strukturiert sind. Das Kognitionsbekenntnis besagt, dass insgesamt keine anderen linguistischen Strukturprinzipien theoretisch postuliert werden sollten als solche, die durch andere Disziplinen oder auch durch andere Disziplinen, wie etwa die kognitive Psychologie oder die Neurowissenschaften, empirisch gerechtfertigt werden können. Das schiebt der Möglichkeit, spezielle, ausschließlich sprachbezogene kognitive Prozeduren oder Komponenten zu postulieren, einen Riegel vor. Das ist wieder einmal eine deutliche Abgrenzung zu den Grundannahmen der generativen Grammatik. Diese nimmt ja an, dass die Sprache, womit sie die Grammatik meint, womit sie die Syntax meint, womit sie spezielle syntaktische Strukturprinzipien meint, im Geist auf spezifische Weise repräsentiert ist, die nichts mit den Strukturprinzipien anderer kognitiver Module zu tun haben. Die kognitive Linguistik weist mit dem Kognitionsbekenntnis diese Annahme ab, der zufolge, grob gesprochen, Sprachkognition prinzipiell anders sei als der Rest der Kognition. Schauen wir uns auch für diese Grundannahme zwei Illustrationen an. Wenn wir visuell Szenen wahrnehmen, wie diese hier, oder wie grüßende Menschen, fliegende Vögel, miauende Katzen, Straßenverläufe und so weiter, dann sind diese Wahrnehmungen durch unsere Blickbewegungen und durch unsere dynamische und selektive Fokussierung der Aufmerksamkeit gekennzeichnet. Wir folgen mit unserem Blick, der fast immer auch mit unseren Aufmerksamkeitsfoki zusammenfällt, demjenigen, was für uns perzeptiv auffällig, das heißt salient ist, oder demjenigen, was für unsere Handlungsplanung relevant, das heißt pertinent ist. Dasjenige sondern wir dann als Objekt oder als Figur der Wahrnehmung aus. Der Rest bleibt Hintergrund. Wir können an diesen Beispielsätzen hier sehen, wie ihre Strukturen sozusagen unsere Aufmerksamkeitsverteilung in den ausgedrückten Ereignissen widerspiegeln. Es ist kein Zufall, dass dasjenige, das im Bild von eben unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, hier als Nomen, als Satzglied, als Subjekt ausgedrückt ist. Rauch steigt auf. In Das Kind steht vor dem Fahrrad fokussiert unser innerer Blick das Kind und wandert dann zum Fahrrad. In Das Fahrrad steht hinter dem Kind ist es entsprechend umgekehrt. Er hat die Vase heruntergeworfen, gegenüber die Vase ist heruntergefallen, zeigt, dass wir wahrgenommene Kausalketten sprachlich zerschneiden können. Wir können den Verursacher des Vasefallens ausdrücken oder das bloße Fallen der Vase verbalisieren. Das kann durchaus soziale Implikationen haben. Und wir können die Aufmerksamkeit auch lexikalisch lenken. In Die Tür ist geöffnet mit Partizip 2 suchen wir geistig eher nach einer Ursache für das Offensein als in Die Tür ist offen mit Adjektiv. Ein zweites Beispiel dafür, wie allgemein kognitive Prozeduren die Sprache durchdringen, ist die konzeptuelle Metapher. Dahinter steckt Folgendes: Unser Vorstellungsleben dreht sich auch um Dinge, die wir nicht unmittelbar leiblich erfahren, leiblich wahrnehmen können. Wir nennen diese konzeptuelle Zieldomänen. Solche konzeptuellen Domänen, die wir nicht unmittelbar erfahren können, müssen wir mit den Mitteln anderer konzeptueller Domänen strukturieren. Und zwar solche, die wir unmittelbar leiblich erfahren können. Wir nennen diese Domänen Quelldomänen. Ein Beispiel für eine Zieldomäne ist Macht. Macht ist als solche nicht unmittelbar wahrnehmbar und deshalb strukturieren wir das Konzept Macht
mit einem erfahrungsmäßig sehr viel basaleren Konzept, nämlich der relativen Höhe. Sie hat wieder die Oberhand gewonnen. Sie steht weit über ihm. Er ist wirklich tief gefallen. Das ist wirklich der Bodensatz der Gesellschaft. Die Quelldomäne scheint an die leibliche Erfahrung körperlicher Unterdrückung, ich wiederhole Unterdrückung, gebunden zu sein, deren wir uns dann bedienen, um über Macht zu sprechen. Und die Metapher heißt, Macht ist oben. Neben der Wahrnehmung und der Aufmerksamkeit sowie der konzeptuellen Metapher gibt es eine ganze Reihe von weiteren kognitiven Komponenten und Prozeduren, die in der nichtsprachlichen Kognition äußerst wichtig sind und die sich ebenso prominent auch in der Sprache zeigen. Dazu gehören die Assoziation, die Routinisierung und die Automatisierung, die Kategorisierung und die Schematisierung. Sie werden uns im Laufe des Seminars noch öfter begegnen. Kommen wir zuletzt zur Symbolic Thesis, der Zeichenhaftigkeitsthese als identitätsstiftendem Faktor für die kognitiv-linguistische Bewegung. Die Zeichenhaftigkeitsthese besagt, dass die Basiseinheit der Grammatik das Form-Inhaltspaar ist. Wieder muss man sich denken, das Paar aus Form-Konzept und Inhaltskonzept. Auch diese Annahme hat abgrenzenden Charakter. Sie bedeutet nämlich in der Konsequenz, dass Sprache nicht untersucht wird oder werden soll, indem man nur die sprachliche Formseite untersucht, wie das der generativen Grammatik zugeschrieben wird, die hier Formal Linguistics genannt wird. Stattdessen wird die Form immer nur in ihrer Verbindung mit der Bedeutung untersucht. Die Zeichenhaftigkeitsthese ist auch eine theoretische Selbstbeschränkung. Sie schließt nämlich aus, dass man Einheiten der Formseite annehmen kann, die kein Inhaltskorrelat haben, und semantische Einheiten, die kein Formkorrelat haben. Die These schließt auch aus, dass man so etwas wie virtuelle sprachliche Ebenen, etwa Tiefenstrukturen, annehmen kann, aus denen die Strukturen wirklicher Äußerungen dann abgeleitet werden. Und, das ist ein ganz wichtiger Punkt, in der Art und Weise, wie in der kognitiven Linguistik Wissen, darunter sprachliches Wissen, repräsentiert wird, gibt es auch keinen kognitiven Ort für so etwas wie grammatische Regeln. Die, wenn man so will, Regelhaftigkeit grammatischer Strukturen ergibt sich daraus, wie die Formen Bedeutungspaare in ihren Beziehungen zueinander funktionieren. Das werden wir im Zusammenhang des gebrauchsbasierten Modells noch sehen. Ein wichtiger Aspekt der Zeichenhaftigkeitsthese ist, dass Form-Inhaltspaare schematisch sein können. Das heißt, schematische Formseiten und schematische Inhaltsseiten haben können. Form-Inhaltspaare rangieren von schablonenartigen syntaktischen Konfigurationen über Idiome und gebundene Morpheme bis hin zu Wörtern. Hier sind ein paar Beispiele. Die ditransitive Konstruktion ganz oben haben wir ja schon gesehen. Hier sehen wir sie in sehr schematischer Ausführung. Die Formseite gibt nur die syntaktischen Kategorien der Satzglieder an und die Inhaltsseite ist ebenfalls sehr unspezifisch charakterisiert. Das nächste Beispiel ist ein teilschematisches Idiom mit einigen sozusagen festen und konkreten Bestandteilen und einigen sehr schematischen, in die vieles Verschiedenes eingesetzt werden kann. Conny jagt Harald zum Teufel. Chomskys bloße Autorität als Linguist könnte die generative Semantik zum Teufel gejagt haben. Und so weiter und so fort. Als nächstes können wir das R-Morphem betrachten, das eingesetzt in eine Konstruktion mit deverbalem Nomen so etwas bedeutet wie jemand oder etwas, der oder das habituell werbt. Beispiele wären Stinker, Macher, Gewinner, Verlierer, Boomer.
Zuletzt eine maximal spezifische Formseite mit Ehrenmann und ihrer sehr konkreten Bedeutung. Jedes dieser vier Form-Inhaltspaare ist trotz unterschiedlicher Schematizität von der Zeichenhaftigkeitsthese gedeckt. Die Annahme dahinter ist natürlich, die Schematisierung ist eine echt kognitive Prozedur. Hier lässt sich auch schon vorläufig zeigen, wie die kognitive Linguistik ohne Regeln auskommt. Wenn zum Beispiel ein Kind im Spracherwerb genügend Instanzen an die transitiven Äußerungen im Input gehabt hat, wird es daraus eine abstrakte oder schematische detransitive Konstruktion wie diese hier oben extrahieren. Grammatische Wohlgeformtheit, die in anderen Theorien in Regelform formuliert wird, kann man daraus ableiten, wenn eine konkrete sprachliche Äußerung, die das Kind hört, sozusagen von einem in seinem Sprachwissen existierenden Schema gedeckt ist. Mit anderen Worten, wenn das Kind sie als eine Instanz eines existierenden Schemas kategorisieren kann. Grammatisches Wissen ist also aus der Sicht der kognitiven Linguistik vorzustellen als ein Netzwerk aus Form-Inhaltspaaren und ihren Beziehungen zueinander und in verschiedenen Graden der Schematizität. Und damit sind wir für heute am Ende mit der geteilten Perspektive innerhalb der kognitiv-linguistischen Bewegung. Im nächsten Block widmen wir uns dann den wichtigsten Zentren der kognitiv-linguistischen Forschung, die uns zu den Konstruktionsgrammatiken hinführen werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.